Grüß dich, ich bin der Christian. Und ich bin der Hannes. Wir sind die Gründer vom Skibergstadl Rochsee. Wir haben uns beim ehemaligen Arbeitgeber kennengelernt. Wir haben zusammen die Fahrräder repariert und wir wollten eigentlich das Thema Langlauf und Fahrräder eigentlich unsere Leidenschaft zum Beruf machen. Wir machen Verleih, Service und Verkauf. Der Hannes, mein Kollege, ist speziell für den Langlaufbereich zuständig und ich bin eigentlich im Bereich Fahrräder zuständig. Ich habe 7 Jahre bei der Skifirma Fischer gearbeitet, haben im Biathlon Weltcup-Service gemacht, haben für die besten Athleten der Welt die Ski ausgesucht, Ski geschliffen, serviciert, alles was dazugehört. Da ist natürlich wichtig, dass der Ski auch funktioniert, dass man den Kunden den Ski gibt, was er braucht. Wir wollen einzigartige Marken auch ein bisschen ins Geschäft bringen oder in die Region. Wir haben mit Endless Local etwas geschaffen, sage ich mal, der einzige und erste Fachhandelspartner in Österreich. Und genauso ist es auch mit den anderen starken Marken wie Kestle. Wir sind ein Testcenter von Kestle. Wir haben die starke Marke, die was im Weltcup vertreten ist, Fischer. Bei uns kann man zuerst das Material testen, ob es jetzt der Schuh ist oder der Ski. Das ist extrem wichtig, weil sagen kann man es erst dann, wenn man selber auf der Loipe gelaufen ist, ob der Schuh passt. Und nebenbei natürlich braucht man für das Ganze eine Finanzierung. Da muss ich sagen, sind wir bei der Sparkasse. Da fühlen wir uns wirklich wohl. Die machen das gut mit uns, mit Unternehmen. Radlfahren, das heißt Freiheit, das heißt frei sein. Man kann die ganzen Bergkulissen bei uns, die Landschaften, sehr einfach erreichen. Ein extrem wichtiger Aspekt eigentlich, sage ich mal, in einem Leben, dass man Sport betreiben kann auf einem Fahrrad. Wenn man eine Loipe in der Nähe hat, dann ist man in einer Stunde, hat man eigentlich viel gemacht. Man ist beansprucht eigentlich so viele Muskelgruppen wie fast bei keiner anderen Sportart. Und man ist natürlich im Freien. Wenn es ein schönes Wetter hat, gibt es nichts Schöneres.